Und Denise ist so eine saubere. So. Dann kannst du da mal hingehen. Zu deinem super tollen Ehemann. Und dann können wir ja mal gucken, was willst du machen? Küssen, Techtelmechtel, verliebt und arm. Ich glaube, er wollte plaudern. Dann fangen wir doch einfach mal mit dem Plaudern an. Das darf auch gerne von ihr ausgehen, damit die sich da nicht irgendwie ins Badezimmer stellen. Das wäre nicht so geil. Freundlich plaudern. Ist doch eine gute Idee. Kittykit ist wach. Was hat Kittykit vor? Abgedrehtes Buch lesen. Wie wär's, wenn du dann ins Badezimmer erstmal gehst, wenn du dich da so fertig machst, weil Schule und so bald. Dann hast du Hunger, dann schnell etwas essen. Rote Marmelade, das essen die heute alle mal einfach ausnahmsweise. Genau, die zwei plaudern. Warum zur Hölle setzt er sich zum Plaudern hin, du Arsch? Okay, sein Wunsch hat sich erfüllt. Verliebt und arm möchte er auch. In Unterhaltung verwickelt werden. Wie schnell die da irgendwie ihre Dingens verlieren, ist echt der Hammer. Fantastisches Buch loben. Komm, lob das fantastische Buch. Das war seins, aber ist ja egal. Jetzt ist die Frage, ist das halt jetzt. Ist das jetzt noch da? Nee, ist es nicht. Okay, dann weiß ich, was mit den Rezepten passiert ist. Freundlich. Salutieren. Nach Spiel fragen? Was können wir noch? Über Feuer reden. Komm, redet über das Feuer. Das habt ihr gemeinschaftlich als Familie zusammen gelöscht. Das ist voll gut. So, die Fahrgemeinschaft für Annie fährt in etwa einer Stunde. Ihr müsst ein bisschen schneller reden. Eure kommt als nächstes. Hä? Wieso macht ihr nicht das, was ich euch sage? Clairvaud, Dangabudli. WTF, warum ist das so? Du fauler kleiner Arsch, ne? Steh halt einfach mal auf und geh dahin. Oder wie wär's, wenn es einfach mal von dir ausgeht? Komm, frag nach Tag. Stui. Visno. Hochzeitstorte, macht sie sich jetzt über ihre Hochzeit lustig oder was passiert da gerade? Tisch, wie wär's? Genau, steh endlich auf. Und jetzt lehnt sie es wieder ab. Ich kenne die beiden noch. Ihr wollt es beide. Was? Oh mein Gott. Ich glaub's nicht. Romantisch. Küssen. Was? Hä? Okay, seitdem. Es tut mir furchtbar leid, aber seitdem er nun nicht mehr da ist, funktioniert alles gleich viel besser. Was hat sie noch? Techtelmechtel. Okay, warte, ich muss jetzt erstmal gucken, dass Annie zur Arbeit geht. Bitte, geh zur Arbeit. Sei ein gutes Mädchen. Denise hätte gern ein Techtelmechtel. Und möchte plaudern. Gut, wie wäre es, wenn wir dann erst plaudern? Komm, gönn dir. Flarg, Gazengloop. Ah Signami, ja, Männlein, Weiblein, Toiletten oder Schriftrollen, ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas mit Politik, sie will die Welt übernehmen, das wissen wir ja alles schon. Er will offenbar reden dann. Ja, oder sie ist ein guter Redner, eins von beiden, ich weiß es nicht. Okay, ihr Wunsch hat sich erfüllt. Die sind happy.
Wie wäre das Techtelmechtel mit? Können wir es da einfach mal probieren? Die verstehen sich ja gerade so gut. Na, 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 na? Oh, 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 geht los. Alter Schwede, dann haben wir aber viele Wünsche erfüllt heute. Die wird richtig happy und entspannt zur Arbeit gehen, wenn das denn soweit ist. Und was Donnerstag, was tut das Kind da hinten? Der Zauberer von Okay von mir aus liest das Buch. Keiner von denen muss unbedingt duschen, aber ist. Was? Es war wunderschön synchron, aber warum zur Hölle haben die das jetzt gemacht? Komm, versuchen wir es nochmal. Nein, sie muss zur Arbeit. Stunde hat sie noch. Was noch? Er geht zur Schule. Ah, im Zweifelsfall kommt er halt zu spät. Ach so, das war das Problem. Eventuell, ich weiß es nicht. Oder dass die Katze da drin war. Ich habe keine Ahnung. Funktioniert auf jeden Fall dieses Mal ganz gut. Wir haben Techtelmechtel in der Dusche. Ach, jetzt steht er ihr im Weg. Und sie geht arbeiten. Das war's mit dem Techtelmechtel. Gut gemacht. Yay. Finde ich toll, dass sie das so super hinkriegen. Wenn du aber schon mal da bist, kannst du auch gleich mal aufs Klo gehen. Hast du dich gerade beschwert, dass ich dich aufs Klo schicke? Ich will nichts von ihr hören. Was mit ihr? Oh, sitzt sie da auf der Fensterbank? Hä, wo ist sie? Ach, sie guckt von draußen hinein. Oh mein Gott. Das ist ein Reh! Das ist ein Reh! Wow! Oh mein Gott, das ist sogar ein Hirsch! Zum ersten Mal ein Hirsch gesehen. Der Schulbus von Charlie kommt in etwa einer Stunde. Ja, das wissen wir mittlerweile. Sie hat Fun, die kümmert sich um sich selbst. Du, isst das einfach mal. Ich weiß nicht, von wem es ist, aber es ist bestimmt noch gut. Oh, was ist das denn? Hä? Wieso bringt der Postbote die Post? Ich verstehe nicht ganz. Liegt das vielleicht daran, dass die Tonne da irgendwie ein bisschen zu doll dran steht oder so? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall die Rechnung bezahlen, sonst haben wir nachher ein Problem. Was kann er als nächstes tun? Der Hund ist wach. Der Hund geht spielen. Alles klar. Gönn dir. Die Zeitung ist da. Man kann die blöde Zeitung übrigens nicht abbestellen. Buch. Ja, das lassen wir aber lieber bleiben. Was hast du jetzt vor? Aufs Fenster gucken. Gönn dir. Er räumt die Teller weg. Das ist ganz gut. Kannst du die da auch mit wegräumen? Ja, kann er. Sehr schön. Dann machst du erst das. Und dann bezahlst du die Rechnung. Hat er fein gemacht. Wie sieht's mit dem Fressi aus? Der Hund braucht neues Essen. Ich kann mit ihm spazieren gehen, aber irgendwie nicht Gassi gehen. Huf, was ist mit dir denn los? Verschwendung. Essen wirft man nicht weg. Die fanden das eklig und das war irgendwie schlecht. Ich weiß nicht warum. Hör auf zu heulen.
Gut, Frage, sind jetzt alle Rechnungen bezahlt? Ja. Keine Ahnung, warum die auf dem Fußboden lagen. Scheiß Postbote macht seinen scheiß Job nicht richtig. Gut, ist immer noch Frühstück. So, wir können ja mal mit der Katze anfangen. Ja, die ist ja jetzt gerade auch im gleichen Raum. Dann können wir ja mal so ein bisschen Katze bürsten. Oh, die Katze denkt an den Hund. Mal gucken, was da so ein bisschen die... So ein braver Hund. Solange er nicht auf den Schuhen von den Sims rumkraut, ist alles gut. Oh, last welk. Er ist auf jeden Fall happy. Sie denkt an Mäuse. Das ist süß. Können wir mal gucken. Ja. Oh, oh. Ah, ist das süß. Ja, so super viel kann man halt mit dem noch nicht machen. Chico? Was machst du da? Guter Hund. Okay, das geht doch ganz gut. Also streicheln. Achso, streicheln geht jetzt, ist jetzt neu. Nice. Dann kannst du nochmal würsten. Gönn dir, was ist mit ihm los? Er hat Hunger. Achso, ach, das war sein Marmeladenbrot. Gut, dann hätten wir es ja geklärt. Warum auch immer er das nicht gegessen hat, ich weiß es nicht. Okay, ihm geht's echt gut. Und gebürstet. Bringt nochmal zusätzlich gute Laune. Kann man mal machen. Hund ist wieder im Liegen, kennen wir ja. Gutes Hündchen, ne? Wir können ja mit dir dann gleich weitermachen. Können wir eigentlich mal vorher machen. Damit wir da beide so ein bisschen... Oh, Annie hat ihr Tagewerk verbracht. Annie kommt auch nach Hause. Annie! Home sweet home! Annie braucht ganz viel Spaß. Gut. Okay, Computerspiele spielen. Dann gucken wir mal weiter, was wir mit dir machen. Erstmal müssen wir gucken, dass alle Tiere... happy sind. Okay, das mit dem Loben hat scheinbar nicht mehr funktioniert. Das geht immer nur eine bestimmte Zeit. Guck mal, Tauziehen könnt ihr da mal machen. Beibringen. Kannst den auch mal bürsten. Komm, bring ihn bei, ist okay. Was hat die Katze für Schmerzen? Was ist die Katze? Achso, da oben. Kratzen. Ah, oh, guck mal, geliebt. Ah, oh, das ist voll süß. Bekannter Hund, bekannter Sim. Naja, gut. Das wird von Zeit zu Zeit wird das werden. Dann lieben sich ja alle im Haushalt.
diese Geräusche beim Spielen macht. Na, oh, das ist so süß. Ich glaube, Haustiere und Jahreszeiten, das sind so meine Lieblings-DLCs. Haustiere sowieso, ich liebe Haustiere. Ich bin voll der Haustiermensch. Und Jahreszeiten ist auch schön. Wo wir gerade bei Jahreszeiten sind, in 13 Tagen ist Herbst. Wir haben noch Sommer 25 Grad. Geil. Sommer 25 Grad hätte ich jetzt auch gern. Stattdessen haben wir Winter. Yay! Und irgendwie minus 3 Grad oder so mit Schneefall und allem drum und dran. Voll stimmt, ich mag Schnee nicht. Es ist nass und kalt und nass und kalt und matschig. Ja, geh doch hin. Charlie hat einen Freund. Charlie hat einen Freund gefunden. Ob der auch böse ist? Achso, die versuchen, Trick zu lernen. Achso, Sitz. Oh, versuch den. Denise hat ihr Tagewerk auch vollbracht. Denise ist zu Hause. Annie verdient irgendwie mehr. Denise hat. Denise hat eine Beförderung bekommen. Das geht hier echt zack, zack, zack so. Also ist ja der Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch, die gute Leistung von Denise hat ihr einen Bonus von 552 und eine Beförderung eingebracht. Sie ist nun Stadtratsmitglied. Oho. Endlich eine richtige Politikerin. Als neues Mitglied des Stadtrates bist du in der einzigartigen Position, an der Gestaltung und Zukunft der Stadt mitzuwirken. Dummerweise braucht alles seine Zeit. Und Neuwahlen kosten Geld. Viel Geld. Das Beste wird sein, du fragst schon mal bei deinen Nachbarn, Freunden und Bekannten oder einfach irgendwem nach, wie viel du sie denn für deine Kampagne zu spenden bereit sind. Was? Nach, wie viel sie denn für deine Kampagne zu spenden bereit sind? Aha, na dann mal viel Spaß. Denise verdient nun 70 Euro in der Stunde und arbeitet von 9 bis 14.30 Uhr. Die kriegen alle sehr viel kürzere Arbeitszeiten. Das heißt, die sind sehr viel mehr zu Hause, was geil ist. So. Denise hat ihr Tagewerk vollbracht. Denise hat eine Dusche verdient. Und danach gucken wir mal, wie wir das mit dem Techtelmechtel hinkriegen. Huch, was ist das? Im Pool Nachbarn. Alles klar, wir brauchen Pool. Umspende für Kampagne bitten. Können wir ja auch mal machen. Oder wir können es zumindest mal versuchen. Können wir ihn fragen? Okay, das geht wohl nicht. Können wir sie fragen? Ich sehe es gerade nicht. Beförderung verkünden. Ludern mit Ruder loben. Spezial. Sind für more Computerfreak freundlich. Ja, können wir unsere Leute wohl nicht fragen. Sie ist richtig happy. Das ist geil. Da freuen wir uns drüber. Ach so, jetzt war sie schon duschen. Ah, wir versuchen es einfach mal. Er hat dich ernsthaft in die verdammte Wohnung gepinkelt. Squadgy. Pfütze aufwischen, geh hin. Verstärkende Maßnahmen. Ausschimpfen wir. Ferkel sein. Go, Annie, go, ist dein Hund. Freu dich. Aber renn dir nicht vor die Füße, während die ficken wollen. Huch, Liebe machen. Oh, diesmal geht's. Es geht los! Endlich funktioniert es! Alter Schwede! Nice! Ja! Und ihr habt das beide als Wunsch? Cool! Und wieder ein paar nette Zufriedenheit auf Lebenszeitpunkte verdient. Krass! So, er will immer noch mit den Viechern Freundschaft schließen. Das können wir auch immer noch machen.
Muss aber auch mal aufs Klo. Kann er ja gerne machen. Hunger, Hunger, Hunger. Es ist Mittag. Es ist sogar fast Nachmittag. Das heißt, ich kann jetzt endlich was anderes zubereiten, außer Waffeln und... Was war das andere nochmal? Pfannkuchen. Wir wollten machen... Hotdog kann ich nicht machen. Gegrillter Käse, Ratatouille. Ach, Ratatouille konnte er schon. Wollten wir nicht irgendwas mit Fisch? Fisch und Chips wollten wir machen. Oh, Fisch und Chips kann ich nicht machen. Wieso nicht? Mittagessen servieren. Ich weiß es nicht. Gut, die Soße haben wir ja festgestellt, die kam jetzt irgendwie nicht so geil an. Komm, wir machen Macaroni mit Käse. Denise, was mache ich mit dir? Du brauchst nicht an den PC zu gehen. Dein Spaß ist allerbest. Erfüllt. Was sich der Wunsch erfüllt hat. Wie viele Punkte hast du? Ah, gut, okay. Wir brauchen noch eine ganze Menge mehr. Energie. Deine Energie ist nicht so gut. Was mache ich denn? Stecke ich sie jetzt schon zu Bett? Aber es ist fast 17 Uhr. Es ist ein bisschen früh. Du kannst mal die Zeitung wegwerfen. Und dann... Brauchst du eine ganze Menge Charisma. Derzeitige Freunde 2. Insgesamt benötigte Freunde 3. Okay. Du hast nur 2 Freunde. Das sind dann wahrscheinlich... Guter Freund. Bekannter. Gute Bekannte. Okay, sie kennt eine ganze Menge Leute und keiner von denen ist irgendwie auch nur in irgendeiner Art und Weise ihr Freund. Scheiß mal auf die Zeitung. Wen würde es sich denn lohnen anzurufen? Den Marty. Okay, das heißt, wo haben wir denn das Handy? Da. Das heißt, wir versuchen jetzt mal den Marty anzurufen. Obwohl, warte mal, sollten wir nicht noch wen einladen? War das nicht irgendwie die Chefin? Also, die Tamara Donner. Nee, wir sollen Blair... Estwick. Julian Gore, Peter Landgraf. Was ist mit der? Bekannte zu Hause Frankreich? Woher kennen die sich dann? Ich habe keine Ahnung, wieso, wer diese Blair Estwick ist. Keine. Erfahren wir nie. Genau, wir wollten ihn. Dann rufen wir trotzdem Marty an. Sim anrufen. Ferngespräch. Wir plaudern einfach mal. Der geht eventuell mit etwas Glück ran. Ah. Annie schimpft den Hund aus. Huch. Hundespielzeit. Ball wegen Ferkelchen. Gute Sache, können wir machen. Maßnahmen reden mit. Zuneigung. Handschuhe lassen. Zuneigung. Die können die auch ein bisschen Freunde werden. Ist ja auch eigentlich ihr Hund. Oh, sie hat aber auch ganz doll Hunger. Wir warten einfach. Fliege, Bürsten, komm. Oh, die telefonieren tatsächlich. Das ist gut. Die haben alle Hunger. Er macht schon Essen. Oh, das ist so süß. Oh, Kuba. Was soll man mit diesen ganzen... Scruzel? Abluk? Abluk? Mogi? Whistle? Oh, krass. Crisco, septoclavo, cavo,
Kabseptu? Sella. Ah, ihr zwei macht das schon. Huch. Sie ist noch am Telefonieren, das ist gut. Sie braucht nämlich unbedingt neue Freunde. Und sie ist nicht mehr am Telefonieren. Nice, Denise, was hast du gemacht? Wir werden es nie erfahren, denn sie muss nämlich erst mal eine Runde schlafen gehen. Schlafen ist vollkommen ausgeruht. 18 Uhr, schlafen gehen, ja. Was hat sie jetzt vor? Herumrennen. Ich weiß nicht, irgendwie mögen die das. Er ist auch echt müde, aber muss halt auch was essen. Er ist fertig mit Kochen, glaube ich. Okay, ich glaube, jetzt ist er fertig mit Kochen. Ja, alles klar. Dir geht's sonst aber gut, ne? Hallo, isst du das denn auch einfach mal? Was ist bloß los mit dir? Ich weiß nicht, wie er jetzt da auf die Idee kommt. Achso, er ist ja bei seinem Kumpel zu Hause. Und hat Spaß. Okay, gut, wenn er Spaß hat. Ja, Hausaufgaben schon gemacht. Hä, hey, der hat tatsächlich Hausaufgaben schon gemacht. Er ist nicht mehr zu Hause. Du kannst jetzt aber langsam mal nach Hause kommen. Schon 18 Uhr, Junge. Ist auf die Uhr. Fast 19 Uhr, hast du mal auf die Uhr geguckt. Das geht so nicht. Ja, böser Traum. Es ist echt schwer, die mal alle irgendwie zusammen an einen Tisch zu kriegen. Weil die echt schnell dabei sind immer. So, danach kannst du schlafen gehen. Achso, ich dachte gerade, vielleicht wäre Charlie schon nach Hause gekommen, ist aber noch nicht. Ich glaube, wie jetzt ist er nach Hause gekommen. Oder noch nicht? Doch. Okay, momentan läuft ja alles gut, sind alle happy, alle haben Beförderung. Sie ist echt müde. Kannst dann auch schlafen gehen. Aber hey, gute Mahlzeit. Jetzt schön möbliert, das freut sie auch. So, langsam wird hier. Oh, Harndrang. Katze geht pinkeln. Können wir was essen gehen? Warum nicht? Dann kannst du auch langsam schlafen gehen. Was will er? Er will jagen. Komm mal lieber auf dem Ding rum.